So, und willkommen zurück zur 14. Folge von Koromon. Wir waren hier stehen geblieben in dem Power Tower, mittlerweile auf Etage 5. Und wollen mal schauen, was jetzt passiert, was uns erwartet. Hier können wir die Richtung von den Laufbändern ändern. Hui! Ich liebe diese Geräusche immer noch. Hier steht nichts, schade. Jetzt müssen wir anscheinend mal gucken, wie wir die Laufbändereinstellungen richtig machen, um. Ich weiß nicht, wohin zu gelangen. Welche Richtung. Auf jeden Fall ist da ein Böser. Aber da kommen wir, an der Granny kommen wir anscheinend nicht vorbei. Oder doch? Ja, da müssten wir die Richtung ändern von den Punkten. Oder ist den. Oh nee! Oh, jetzt habe ich jetzt. Ups! Dreh dich um! Dreh dich um, Onkel. Tschüss. Easy. Was macht so ein Phönixstein eigentlich? Mal gucken. Und wir müssen die ja hier sein. Hier. Phoenix Shard. Revive Coromon. Ah! Cool. Jetzt kommen die mal, die Belebungsgegenstände. Können wir das umdrehen? Oh, da ist doch noch. Ist hier noch eine Ebene da? Gut. Eigentlich schon, aber es bringt uns gar nichts, das umzudrehen. Warum können wir das da umdrehen? Hui, jetzt sind wir gebumst. Esskampf. Ich habe mitgeholfen, das hier zu designen, um die Sicherheitsmaßnahmen von dieser Etage zu erstellen. Was ein Satz. Glaubst du, sie sind effektiv? Nee. Dein Gegner sendet Petabit aus. Noch hohes Level, ne? 18, ja. Machen wir mal hier so einen Scheiß. Pocket Sand. Bisschen Passivkram hier. Daneben. Mist. Oh nein. Oh, nicht doch gar nicht. Das 18. Na, bleibt uns ja nur eins übrig. Go big. Angriff. Und Doppeltacke. Nein! Wie? Warum haben wir verfehlt? Wir haben noch dann Dings auf ihn gemacht. Er müsste verfehlen. Und er hat doch nicht einmal verfehlt. Was ist das wieder für ein Glück? Und das bringt halt keine XP mehr. Digmo. Muffel geupdatet, entwickelt. Ist ja richtig cool. Muss man das Level wechseln. Guck ihn dir an. Ich will ihn auch haben. Einfach ein größerer Mufflon. Oh, war nix. Dafür machen wir jetzt was. Oh, das ist nicht gut. Fünf nur einmal. Hui. Vielleicht nochmal. Nein. Aber war ein kritischer, ne? Nee. 7 AP. Oh, nochmal. Sicherheit. Oh. Alles gut. Oh, das ist richtig cool. Level 19. Unser Morphe muss sich unbedingt entwickeln. Und du auch. Komm jetzt Level 16. Tu es doch. Menno. Ich sollte daran arbeiten, meine Kampfskills zu erweitern. Den Titan sollte nicht einfach zu erreichen sein. Sogar für Luxolis Trainer. Ich bin froh, dass ich dazu beitragen konnte. Was? Warum? Oh, juhu. Items. Zack. Und zack. Sehr gut. Dann können wir dich noch hier drauf packen. Dich können wir noch darauf packen. Und jetzt seid ihr schön wieder voll geheilt.
Gut, die Plattform haben wir auch gewechselt. Was haben wir denn jetzt für schöne Wege freigeschalten? Momentan nicht so besonders. Ja, wir kommen halt nicht da vorbei, wir müssen da lang. Komm her, Oma. Im Mai. Hey, lass uns kämpfen für die Wissenschaft. Und zwei Koromen, okay. Guildwing wird ausgesendet. Oh! Geil! Und Level 18. Es ist bald soweit. Es ist bald soweit. Komm, diesmal klappt das aber. Oh, und ich sterbe. Komm, schön Pocketzeit drauf da. Du triffst jetzt gar nichts mehr. Und jetzt müssen wir mal gucken, was das könnte da gut gegen sein. Ah, der ist Level 12. Das bringt gar nichts mehr. Die sind ja alle schon zu stark. Weil wir immer auch alle Gegner jetzt vorbeirennen. Sobald man hier einmal nicht levelt, bist du direkt underlevelt. Uiuiuiuiui. Schuhe. Was ist denn eigentlich gegen... Was ist denn gegen Luft gut? Können wir wechseln. Andere Luft. Diesel muss das wieder richten. So. Katsching, katsching. Und eingestinkt. Ja, du bist der Maximum. Mach du, ja! Oh yeah. Das entwickelt sich krass. Sequoia hat sich zu Guildwing entwickelt. Cool. Moffel? Moffel, komm. Oh. Bazaar. Ich mach mal genauso. Oh, sorry. Ich mach mal genauso platt. Oh, 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 oh. Nee, mach mal. Stumpf drauf. Aha. So. Eureka! Eureka? Diese komische alte Sendung da von ProSieben? Static Spinner. Okay. Ah, hier können wir den Schalter jetzt umlegen. Sehr gut. Dann traveln wir jetzt zurück. Ah! Das war gar nicht das Teil. Hm. Hier sind wir auch vorher lang gegangen. Der Richtungswechsel hat sich mir jetzt noch nicht ganz erschlossen. Wechsel. Hier ist ein Punkt zum Ändern. Und jetzt rennen wir dreimal im Kreis. Wechsel mal. Nein! Alter. So. Jetzt hat sich erstmal nichts geändert. Aber hier irgendwo waren noch Punkte. Da links, ne? Da sind die Punkte, genau, oder? Hallo! Yeah! Cool. Dann haben wir jetzt die geändert. Die da, jetzt da. Aber so waren sie schon vorher. What? Hier unten vielleicht? Nö. Hui! Haben wir gegen den gekämpft? Irgendwas habe ich hier noch nicht ganz gerafft. Ich weiß auch gerade immer noch nicht, welche Richtung. Das ist die falsche. Die Richtung können wir ja nicht ändern. Hm. War da oben was? Gut, jetzt müssen wir noch mal den ganzen Weg laufen. Weil ich mir das nicht angeguckt habe, da hier so lang. Komm hier, Punkte. Oh, guck mal, da geht's lang.
Also, es ist schon mal. Es ist ein guter Weg. Da, guck mal, da ist noch was. Der Computer leuchtet. Meins. Noch mehr Kuchen. Oh. Das sieht doch erstmal gar nicht. Oh. Wir müssten jetzt dieses Markt aktivieren. Und wir kommen nicht an ihn vorbei. Och, nö. Ich hätte bestimmt heilen sollen, oder? Zeit für einen Geschwindigkeitswechsel von der Sicherheitsmaßnahme. 3. Ich habe auch nicht geheilt, ne? Ich war mir dann dumm. Oh, das ist auch eine Entwicklung. Auch wenn Guildwing jetzt queer aussieht, hat er nur 5 HP. Oh, das ist nicht gut. Nibble. Oh, dann entwickelt sich Nibble auch bald. Muffel auch. Alle entwickeln sich. Richtig cool. Ja, es macht mir gar nichts. Jetzt wird raufgemaschinengunnt. Gut, dann greif halt zweimal an. Wir sind ja ziemlich effektiv. Bam, 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 bam. Oh yeah. Nicht normal. Ja, dann wird halt stärker. Egal. Ah! Mist. Oh, ich bin verliebt. Nein, ein HP. Oh, perfekt zum Fangen. Auf geht's. Hau den Spinner rauf da. Nee, lieber noch nicht. Oh, Evolve. Oh, wirklich geil. Nibbiga. Oh, er wird eine hässlich dicke, fette Ratte. Oh nee, guck dir an. Oh nee, sieht ehren aus. Was ist geschehen? Oh, Moment, ist er noch hässlicher? Nee. Oh nee. Ach, das ist doch traurig. Das ist unschön. Ei, 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 ei. Ja. War vielleicht nicht so schlau. Eis gegen Wasser. Jetzt sieht es schon wieder nicht mehr so rosig aus gerade. Müssen wir, glaube ich, mal reinheilen. Wenn wir irgendwas haben. Oh, reviven könnten wir auch. So, müssen wir den Cake halt setzen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig gerade. Ei, 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 ei. Könnte uns platt machen sogar, der langhaarige Typ. Ja, sieht nicht gut aus. Das ist aufs Beste hoffen. 3 HP. Ah, das stirbt, oder? Ja. Ach man, ich will auch jetzt aber nicht den. Ja, Guildwing rausgehauen. Ja, das ist schneller, komm. Yeah. Zack. Moffel hätten wir eigentlich machen müssen. Und Moffel wäre bestimmt nicht schnell genug gewesen. Oh. Was vom Level ab? Der Potenzial deaktiviert. Geil. Bringt uns jetzt auch nichts mehr. Sheertooth. Noch einer. Auch ein Sheertooth. Ne. Ja. Ein Opfern, um eins zu reviven. Würde ich mal sagen. Du machst jetzt irgendeinen Müll. Cool, dann können wir auf dich noch eine Attacke setzen. Einmal flockig, ne? Nein, erst mal. Nein! Das wird ein Todeskampf hier. Einfach wieder rauf. Ja, schneller. Oh nee. Fetti haben wir auch keine Chance.
Na doch. Hat gut geklappt. Okay. Level 19, cool. Jeffrey besiegt. Kannst du dir vorstellen, du würdest oben arbeiten? Es sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Nicht gut. Um so einen so ein Schad, um jemanden zu halb wieder zu beleben. Da müsste ich lang. Scheiße. Na, P-Cake, ja. Oh, da ist noch was. Nur eine Frucht. Ich würde jetzt einfach sagen, wir rennen zurück. Erstmal müssen wir zurückkommen. Man macht einfach den hier. Ah, okay. Das bringt nichts. Oh, cool. Nee, nicht gut. Was ist ein Schad oder ein Stone? Was ist ein Schad oder ein Stone zum komplett wiederbeleben? Revive! Das ist ja fast gut. Cool. Ist doch geil. Das gefällt mir. Ein Kombi-Cake noch hier rauf. Und jetzt wechseln wir den Moffel. Der Moffel muss sich auch noch entwickeln jetzt. Der Moffel muss nur mal kurz Hallo sagen. Und dann... Oh, jetzt habe ich eigentlich... Rogerio. Auch mit 3. Mann, oh Mann. Hundos. Das ist ja fast perfekt, wenn Moffel nicht nur so low wäre. Ja, ich hätte noch healen können. Ich wäre so geizig jetzt. Shit. Ja. Ich habe mich auch nicht mehr trainiert. Für die Inselbegabung jetzt im Team, ja. Was funktioniert auch? Ah. Holy damn. Komm, eins Ding an. Nein, 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 nein. So nicht. Komm auf 3 HP runter. Ja, Muffel. Oh yeah, Entwicklung. Mist. Was haben wir gerade eigentlich aktiviert hier? Guck mal, Steve kann weg. Und Boulder Barrage an. Noch ein Level, damit sich Muffel entwickelt. Oh, du bist hier... Oh, wie cool siehst denn du aus? Du bist ja mal richtig cool. Kommst du mal gegen meine pubertäre Ratte? Bin fett. Okay. Du wirst weggemacht. It missed. Ach, come on, ey. Kann doch nicht sein. Oh, nein. Macht gar nicht so viel. Aber der holt gerade zum Glück nur seine Passiven raus. Aber ich müsste dich doch schnell kaputt machen. Wenn deine Crit jetzt hochgeht, das ist auch nicht gut. Komm, wir müssen jetzt einen kritischen machen. Nein! Aber vielleicht, wenn jetzt noch eine Attacke durchkommt. Oh nein, und Rest auch noch. Ah, jetzt kommt eine Attacke von ihm. Auch, oh, der wird so stark, wenn er einmal reinhaut. Dann war der etwas, das war es einfach dann. Komm, nein! Oh oh. Oh komm, soak die Damage. Puh. Oh, jetzt geht alles vorbei. Ja. Komm schon. Treffen. Ist, oh, und wir resten. Oh nee. Der ist so ein Saftkon und schnell. Und der hat alle seine Passiven drin. Den trifft man nie mehr.
In dem Moment treffe ich ihn. Dritte Entwicklung ist noch drin. Schade, dass ich unsere Bienen, Wespen, schrecklich Bienen, schrecklich Wespen nicht mehr entwickeln können. Das hätte ich cool gefunden. Ja, dann bringt ja jetzt nichts, ne? Wasser gegen Wasser. Was ist eigentlich nur Eis? Aber ich habe kein Eis. Ja, so ist gut. Das gefällt mir. Das ist nicht schlecht. So ein 1 HP, so ein Ding. Kannst du weitermachen mit deinen komischen Pinschern da. Knack, 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 knack. 1 HP. Wir haben nur einmal treffen. Nee, 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 nicht so runtergrinden. Stopp, 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 stopp. Oh, das hätte ich vielleicht nicht resten sollen. Epiphany. Was war das nochmal? Attack ist hochgegangen und Defense. Gut. Ich grinde dich einfach runter. Na, mach doch nochmal. Jetzt beiß ich dich und dann hat sich's auch. Zack. Weggebissen. Oh yeah. Level. Splash. Splash. Splash the target dealing damage equal to the target's level. This attack always goes first. Das ist ja... Obwohl, was ist das? Was ist das für Schaden denn? Das Level. Also ist das gut? Guck mal, das macht auch Accuracy 100. Machen wir das weg. Mal Splash mal rein. Können wir ja mal ausprobieren, ob es Schaden macht. Weil wenn es jetzt Level 18 ist und der macht den 18 Schaden, ist jetzt nicht so dolle. Richtig gut. Morphe, was ist los mit dir? Das waren die wichtigen, ne? Dich hoch. So einen halben hier, ja. Das ist Verschwendung eigentlich. Aber immer ein bisschen. Revive? Nee, können wir nicht. Schocken. Increase. Müsste man halt mitten im Kampf mal einsetzen. Wir könnten mal wieder so eine Bärchen hier setzen. Auf dich. Skill Power auf ein Normal Tech. Ja. Wapapapalabap. Whee! Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Durch die ganze Kämpferei. Welche Schalter wir jetzt umlegen müssen. Also jetzt for real. Den hier. Weil wir hier lang wollen. Wollen wir hier lang? Anscheinend nicht. Wo will ich lang? Hier, guck mal, hier sieht gut aus. Da sieht gut aus. Ja, 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 ja. Und da. Und hier sieht wieder nicht mehr so gut aus. Da, diesen, den wollten wir umdrehen. Den Smaragd nenne ich ihn. Da oben war er. Da links war er. Da, 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 da. Okay. Dann. Gut, dann müssen wir da hin. Jetzt müssen wir nach da. Nach rechts. Nach unten müssen wir. Ah, dafür müssen wir erstmal den Donut umlegen. Okay. Erstmal den Donut suchen. Donut. Der Donut. Donut. Erstmal dich. Um jetzt in Richtung Donut zu kommen. Hier lang. Ich weiß nicht mehr, wo der Donut war. Also hier nicht. Gut. Ist der Donut auch nicht? Kein Donut. Wo versteckt sich dieser verdammte Donut? Ja, auch nicht. Cool. Puh.
Guck mal. Du da, bist du da der Donut oder bist du ein normaler Kreis? Kommt man überhaupt noch zu dir, wenn du den Schalter jetzt umgelegt hast? Ja, random Schalter umlegen. Gucken, was es bringt. Dürfte gar nichts bringen. Ja. Mach mich fertig hier. Man bräuchte eine Taktik. Man, das bringt ja auch gar nichts. Dann kommt man nicht mehr weg hier. Der Schalter fällt auch aus. Ich brauche doch die Donut-Schalter. Den Donut-Schalter, wo ist er? Nicht mal um jetzt. So. Nur Brute Forcen. Gut, das ist in der falsche Richtung. Aber jetzt geht's hier lang? Geht's nicht. Wir gehen wieder hoch. Donutschalter. Das bringt uns erstmal nichts. Weil wir nicht wissen, wo er ist. Jetzt. Zu weit! Ah. Okay. Ich will jetzt auch den da umlegen. Hier, den hier. Und nu. Denke ich, sind wir nicht auf Back on Track. Ich will doch hier mal nach links fahren. Genau. Hier ist der Donut-Schalter. Donut. Hammermäßig. Jetzt müssen wir nach rechts. Ich hoffe, der Schalter ist es. Und jetzt hoch, links. Oh, sieht gut aus. Donutschalter. Geklappt. Jetzt müssen wir den wieder umlegen. Hier wieder lang. Jetzt habe ich es jetzt gelöst. Hier lang, den Donutschalter wieder umdrehen. Zack. Jetzt der ganze Weg zurück. Und... Nein! Den anderen Schalter hätte ich umlegen müssen. Zu früh gefreut. Dann wieder nach rechts. So, dann hier lang. Den. Dieses Klicken. Klick. Soundeffekte haben sie schon cool eingebaut. Ist alles sehr stimmig. So, na doch. Eventuell. Oh, oh, oh. Das soll gar kein Schlüsselloch darstellen, das soll ein Pfeil darstellen. Und da sind wir in Etage 6. Blö? Trey ist der. Hey, du da! Hallo! Du bist einen weiten Weg gekommen. Hast du es hinter. Hast du es an den Security Measures vorbei geschafft? Ja, ich bin meine Aufgabe von Luxolis hier. Ich muss Wolke erreichen. Mann, dann hast du ja fast schon die Höhe erreicht. Nur noch eine Etage. Ein Elevator natürlich. Ein Fahrstuhl. Aber sei sicher, dass du bereit bist. Glücklicherweise ist hier ein Checkpoint-System. Kurz bevor man den Titan encountert. Du weißt, dass hier ein Checkpoint ist, wenn die Indikator auftaucht. Checkpoint reached. Sobald du das siehst, kannst du zurück zum Eingang zurück und schnell wieder nach oben kommen. Mit diesem Fahrstuhl. Ja, das haben wir, glaube ich, schon vorher gesagt. Oh, das ist ja großartig, danke. Ach, kein Problem. Ist doch nice. Dann nehmen wir noch die Kiste hier mit. Ein Lux Recall. Dann scheint hier der Boss zu sein. Oder wie?
Wie sehen wir denn aus? Ja. Ich würde einfach sagen, machen wir hier für diese Folge Schluss. Sind ja auch schon wieder 30 Minuten. Ich werde wieder im nächsten Folge im Zeitraffer mal kurz zurückrennen, heilen und wieder hier direkt wieder landen. Und falls ich sehe, dass die nächste Folge viel zu kurz ist, dann schneide ich das hier hinterher. Also entweder bis morgen oder bis gleich. Tschüss!